Olympische Spiele als das größte Event für einen Sportler zu erleben. Und für mich also die los Zweitkehr, dass ich dabei bin. Und das ist unglaublich und ein immens gutes Gefühl. Ich denke, man ist nicht so aufgeregt, wie das zu Peking schon war, weil alles ist neu, alles ist echt keine Olympische Spiele, es ist ein Traum, den wahr geht. Und so denke ich, dass ich nicht ganz so aufgeregt sein werde von den ganzen Sachen drumherum, wie das Olympische Dorf, und den Ambassador kennenzulernen und so Sachen. Und jo, ich denke, dass da ein bisschen mehr ruhig sind. Und ich bin auch fair, jo, ja, also, dass ich ein bisschen mehr reif bin. Ich habe immer probiert, daran zu glauben, dass ich es schaffen kann. Und ich wusste auch, ich habe ganz gute Resultate an den Polster. Und, jo, aber es war trotzdem ein großer Stress. Und so bin ich einfach froh, dass es rüber ist. Und so bin ich einfach nur glücklich und motiviert und freue mich auf London. Lo sind ganz viele Stagen. Wir gehen lo zu Österreich, zu Minsk, auch noch ob Slowenien, Spanien, jo, ganz viel Training nach, viel vorbereiten, die Gegner ein bisschen analysieren, und dann ja, wird es schon ganz gut gehen. Ich will das Beste gehen, eine Medaille wäre super zu gewinnen. Ja, ich probiere das, aber beim Judo ist alles möglich. Aber ja, ich hoffe, es wird auch eine ganz flotte Zeit, die 2 Wochen, und ich werde es genießen.